Ja, ich begrüße euch recht herzlich im Namen der Falken Jena zu unserem Vortrag heute mit Tobias Säurand zur Frage, lassen sich gesellschaftliche Verhältnisse dekonstruieren? Feministische Grundfragen an die Queer-Theorie. Vielleicht kurz was zur Person. Tobias Säurand ist feministische Theoretikerin und Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, vor allem in Zürich. Außerdem unterrichtet sie an einer Gewerkschaft und bietet Seminare für Frauen zur politischen Theorie und feministischen Ökonomie an. 2010 erschien ihre Dissertation zu Luce Irigaray und jetzt arbeitet sie gerade an einem Projekt, in dem sie sich weiter mit der Verbindung zwischen der Lacanischen Psychoanalyse und Marxismus auseinandersetzt. Parallel zum Vortrag würde ich Listen umgehen lassen, da die sind für unsere Förderung vom Landesjugendförderplan. Also jeder, der eine Adresse, also die Leute, die sich eintragen wollen und eine Adresse in Thüringen haben und unter den 20 sind, können sich da eintragen. Genau, und abschließend würde ich noch gerne ein Gleichstellungsreferat für die Förderung machen. Und damit übergebe ich jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank, Maria Neuhans, für die Einladung, hier nach Jena zu kommen. Ich hatte mich zuerst etwas gewundert, dass die Roten Falken mich zu einem Vortrag über die Frage von Queer Theory respektive einer Kritik daran einladen. Kann mir natürlich aber auch ein bisschen einen Hintergrund zusammenreimen, was vielleicht auch die Motive waren. Es gibt ja eine Kritik quasi von einer jüngeren feministischen Tradition an einem älteren, dann meist als veraltet dargestellten Marxismus oder Sozialismus, dass man eben in dieser Weise nicht mehr von, sagen wir mal, Großerzählungen ausgehen kann, dass man nicht mehr von Kapitalismus sprechen kann und folglich eben auch beispielsweise nicht mehr von Geschlechterverhältnissen, also dass diese Großkategorien zu dekonstruieren seien. Und so stelle ich mir vor, taucht dann in einem traditionsreichen Verband wie den Falken die Frage auf, ja, müssen sie sich auflösen, auch irgendwie queeren oder was auch immer heißt das eigentlich, wenn man sich in einer Traditionslinie von Theorien stellt, die heute leicht einmal und vielleicht auch zu schnell ein Label verpasst bekommen, dass das veraltet sei. Also ich nehme jetzt mal oder muss annehmen, dass diese Anfrage auch vor diesem Hintergrund geschehen ist. Und ich selber habe mich ja immer verschiedentlichst geäußert, dass ich auch teilweise besorgt bin über gewisse Richtungen, Ausrichtungen von etwas, was vor allem in Deutschland sehr dominant ist, was so unter dem Label Queerfeminismus zusammengefasst wird. Also es gibt eine generelle Umschrift, so lautet das in etwa, dass in den 80er Jahren ist der Feminismus stark geworden und dann gäbe es eine Weiterentwicklung seit den 90er Jahren, vor allem also ausgelöst durch die Rezeption der Schriften Judith Butler. Und heute, also so lautet diese Fortschrittserzählung in etwa, wisse man, dass man nicht mehr von Feminismus so ungebrochen sprechen könne, weil es das Kollektiv einer feministischen Bewegung, also die Frauen, so in dieser Weise nicht mehr geben solle, ja, wie auch immer das begründet wird. Und deshalb wird oft in Deutschland nicht mehr von Feminismus gesprochen, sondern allenfalls von Queerfeminismus. Ich bin der Meinung, dass hier eine Umschrift auch stattgefunden hat, also dass das nicht einfach eine Erweiterung ist, sagen wir, eine Bereicherung oder Ausdehnung der feministischen Fragestellung, sondern dass gewisse Formen des gesellschaftstheoretischen Denkens sich unter der Hand und vielleicht auch stillschweigend verändert und verschoben haben. Und mir geht es eigentlich darum, die Unterschiede zwischen einem gesellschaftstheoretischen Verständnis, sagen wir, einer Theorietradition wie des Marxismus und auch des früheren Feminismus, die Unterschiede zu diesem Gesellschaftsverständnis herauszuarbeiten gegenüber der Queer-Theorie oder allgemein der Gender-Theorie, wie sie im Umfeld der Culture Studies entstanden ist. Also ich bin der Meinung, dass hier fundamentale Differenzen bezüglich dem Gesellschaftsverständnis vorhanden sind und diese
Differenzen habe ich quasi in den Satz gebracht, ich zweifle daran, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse dekonstruieren lassen. Jetzt, es gibt so wie verschiedene Orte, wo diese Vorstellung des Queering oder der Dekonstruktion Fuß gefasst haben. Es gibt politische Zusammenhänge, wo das quasi Common Sense ist, wo auch bestimmte Weisen der Diskussion überhand nehmen. Also man muss irgendwie mit ganz vielen Kreuzchen unterstrichen und zwischen Leerstellen sprechen, wenn man von Stud-End-In oder irgend so etwas spricht, um ja niemanden auszuschließen, also Personen, die irgendwo zwischen den Geschlechtern sind. Es gibt da ganz viele so quasi alltagskulturelle Phänomene und in diesem Bereich gibt es so etwas wie ein Konsens und ich würde mal sagen, es gibt so etwas wie eine spontane Ideologiebildung, dass es besser wäre, wir würden alle unsere Identitäten als Frauen und Männer überwinden und überhaupt in hybriden Identitätsformen leben. Also das ist so ein tagespolitisches Alltagsverständnis von einem politisch subversiven Bewusstsein, wir müssten identitäre Grenzen überschreiten. Ich möchte jetzt bezüglich der Frage der Geschlechterverhältnisse hier nochmals einen Schritt zurück machen und die Frage stellen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, das so selbstverständlich zu finden, dass die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit gut wäre und dass folglich auch der Feminismus dahingehend zu kritisieren ist, dass er mit seinem Wort Feminismus immer noch ein Kollektiv adressiert, nämlich eine Gruppe von Frauen, und sich damit auch an diesem Vergehen quasi beteiligt, die normative Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren. Also meine Kritik an diesem kulturalistischen Wende der feministischen Theorie in Richtung Queertheorie ist wesentlich darin verwurzelt. Ich habe mich dagegen gewendet, gegen diesen Vorwurf, dass der Feminismus mit seiner Vorstellung, dass es eine kollektive Betroffenheitslage von Frauen gäbe, sich an der normativen Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit beteiligt. Ich glaube, dass bei dieser Kritik sehr viele Missverständnisse im Spiel sind und das ist der Grund, warum ich mich angefangen habe, überhaupt für die Entwicklung der Queertheorie zu interessieren. Also ich möchte eigentlich das Auftauchen dieser queeren Überzeugung, dass hybride Identitäten besser sind als etwas anderes, zeitgeschichtlich verorten. Also ich möchte fragen, wie wir eigentlich dazu gelangt sind, diese Frage der Identitätskritik so ins Zentrum zu setzen, dass sie andere mögliche gesellschaftstheoretische Zugangsweisen ersetzt. Der Grund, warum ich diese Frage aufwerfe, ist folgender. Ich glaube, dass in den postfordistischen Verhältnissen, in denen wir gegenwärtig leben, sich die Geschlechterhierarchie weiter verstärken wird. Also einfach statistisch, was man feststellen kann, Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass diese Ungleichheit sich nicht länger über normative Zuschreibungen herstellen wird. Ich glaube, dass, was wir heute erleben, Ungleichheiten herstellt über etwas ganz anderes, nämlich über eine weitgehende Dethematisierung von Geschlecht. Also ich werde versuchen zu erklären, wie es möglich ist, dass trotz einer auch von den ideologischen Machtapparaten her zunehmend vorherrschenden Dethematisierung der Bedeutung von Geschlecht, Geschlechterhierarchien sich trotzdem verstärken, aber dass diese Hierarchien nicht mehr über tradierte, sagen wir, Geschlechterstereotypen sich herstellen, sondern eben über andere Mechanismen. Das heißt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch diese neuen geschlechtsneutralen Anrufungen zu analysieren und folglich auch hier eine Ideologiekritik zu leisten. Aber ich glaube, dass diese Ideologiekritik nicht mehr die Form haben kann, dass wir normative Geschlechterstereotypen kritisieren, weil das tatsächlich nicht mehr das ist, was die hauptsächliche Anrufung von Männern und Frauen ist heute. Also, um das zusammenzufassen, meine Kritik an Queer oder einer bestimmten Ausrichtung der Gender-Theorie
besagt nicht, dass sie sich mit Ideologien beschäftigt. Also ich meine das nicht so, wir sollten uns endlich wieder mit richtigen Themen wie Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen. Ich finde Ideologiekritik ganz zentral, aber ich glaube, dass wir, was wir mit Ideologiekritik meinen, heute gerade im Bereich der Geschlechterverhältnisse anders vorgehen müssen, als sagen wir vor 50 Jahren. Einfach weil wir es auch mit veränderten ideologischen Konstruktionen in diesem Punkt zu tun haben. Und um meine These auf, zusammenzufassen oder zuzuspitzen, ich glaube, in diesem Kontext einer generellen Abstrahierung von Geschlecht ist die queere Kritik längst selbst zu einem Bestandteil der gegenwärtigen Ideologeme geworden. Also sie ist nicht mehr ein Kritikpotenzial, sondern queer ist selber ein Bestandteil neoliberaler, postfordistischer Subjektivierungsweisen. Das ist quasi die These, die ich im Folgenden herleiten möchte. Also nochmals, ich finde es ganz zentral, in der Frage von Geschlechterverhältnissen über Ideologien nachzudenken. Und zwar hat das eine Geschichte, die durchaus nachvollziehbar ist. Also Sie kennen das vermutlich alle. Die Frauenbewegung, der Feminismus war zu Beginn der 68er Bewegung in der misslichen Lage, dass alle Geschlechterfragen immer unter Nebenwiderspruch abgehandelt wurden. Frauen ärgerten sich zu Recht darüber und sagten eben auch, es sei wichtig, neben einer ökonomistischen Argumentation, wie das vom Marxismus in dieser Zeit stark gefördert wurde, eben auch die kulturelle Ebene mit einzubeziehen. Also dass von dieser Seite her das Bedürfnis entstand, über die kulturellen Geschlechterverhältnisse nachzudenken, ist wichtig und nachvollziehbar. Es war die Frage beispielsweise, wie Frauen mittels Subjektivierungsweisen in Unterdrückungsverhältnisse eingepasst werden, so weit gehend, dass sie selbst zu Reproduzentinnen dieser Verhältnisse werden. In der Zeit der zweiten Frauenbewegung, also in den 70er Jahren, war es aber auch klar, dass diese ideologischen Weisen der Einpassung von Frauen und Männern immer rückzubeziehen waren oder sind auf die Produktionsverhältnisse, also auf ökonomische Verhältnisse. Und ich glaube, genau in diesem Punkt hat seit den 70er Jahren eine Entkopplung stattgefunden. Also rückbeziehen meint, dass Ideologien nicht einfach frei in der Gesellschaft herumschweben, sondern dass sie auch immer eine Reaktion sind oder Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise in irgendeiner Form vermitteln, in einer Form beispielsweise, die zu einer sozialen Befriedung führt. Also dass Ideologien immer auch in einem Zusammenhang stehen bezüglich dem, sagen wir, dem Zustand des gegenwärtigen Kapitalismus. Und ich glaube, genau diese Verbindung der Frage der Kapitalakkumulation und der Ideologien, die hat sich seit den 70er Jahren entkoppelt. Und zwar sehe ich diese Entkoppelung in folgendem Zusammenfallen, in folgender Koinzidenz. Es ist historisch betrachtet eigentlich sehr merkwürdig, dass dieses Genderverständnis, das quasi zu dieser Vorstellung führte, Geschlechter sind auf normative Zuschreibungen zurückzuführen, die eine heteronormative Zweigeschlechterordnung befestigen wollen, dass dieses Genderverständnis gerade in den 1990er Jahren aufgekommen ist und hegemonial geworden ist. Also man kann, wenn man sich die Geschichte der Gender Studies sich anschaut, feststellen, dass diese Vorstellung der Überwindung der Zweigeschlechterordnung eigentlich seit den 90er Jahren hegemonial wird. Das heißt, durch diese Fokussierung auf die normative Zweigeschlechtlichkeit wird in den 90er Jahren eine Geschlechtertheorie hegemonial, die sich auf die Kritik an einem normativen Geschlechtersystem festgelegt hat und die Norm als, sagen wir, den hauptsächlichen Feind ausmacht im Bereich der Geschlechterverhältnisse.
Merkwürdig ist das deshalb, weil auch in den offiziellen, also in, sagen wir in dem, was Louis Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat, in diesen ideologischen Staatsapparaten ebenfalls in den 90er Jahren ein großer Paradigmenwechsel stattfindet, dass nämlich diese ideologischen Staatsapparate selber dazu übergehen, von normativen Geschlechterleitbildern abzukommen. Also wir haben vermutlich überhaupt in der Geschichte des westlichen Kapitalismus in den 1990er Jahren zum ersten Mal eine historische Situation, in dem auch von offizieller Seite, sagen wir von Schulen, Universitäten, der öffentlichen Verwaltung und sogar die Privatwirtschaft, eine neue Doktrin ausgeht. Wir können von einem Paradigmenwechsel sprechen, dass davon abgekommen wird, dass man normative Geschlechterleitbilder propagiert. Wir haben also ein merkwürdiges Zusammenfallen einer Veränderung des Paradigmas in den ideologischen Staatsapparaten selber, das sich paart mit einer sich als radikal verstehenden feministischen Kritik, die eigentlich dasselbe will. Die Kritik an einem Normensystem wird in einer Zeit hegemonial, wo gesamtgesellschaftlich gesehen genau diese Normen zum ersten Mal beginnen an Bedeutung zu verlieren. Also ich stoße mit dieser These oft auf die Skepsis, ja, dass gesagt wird, ja, aber es gibt doch immer noch, wir haben beispielsweise wieder ein Revival von Rosa für kleine Mädchen etc. Das schließt das nicht aus. Natürlich gibt es immer so etwas wie auch gegenläufige Tendenzen. Aber was wir zum ersten Mal haben, ist, dass vermachtete Apparate wie Schulen und Universitäten eben sich selber zum Leitbild machen, diese Normen zumindest nicht aktiv zu befestigen. Und da frage ich mich eben, warum taucht eigentlich genau in den 90er Jahren eine sich als sehr radikal verstehende Kritik auf, die Normen kritisiert, obwohl das die Zeit ist, wo diese Normen zum ersten Mal auch von offizieller Seite her quasi unter Druck geraten. Diese Koinzidenz von Kritik und Paradigmenwechsel in den Machtstrukturen selber hat mich dazu angeregt, dieser Geschichte der Entstehung der Queer-Theorie nachzugehen, weil ich das einfach merkwürdig fand. Also um das zuzuspitzen, ich hätte großes Verständnis gehabt, wenn Judith Butlers Schriften auf eine breite Resonanz in den 60er Jahren gestoßen wären. Also beispielsweise meine Mutter in den 50er Jahren war wirklich mit diesen Klischees, wie eine Frau zu sein hat, auch bezüglich der Heterosexualität konfrontiert in einer sehr rigiden Geschlechterordnung. Aber ich glaube, in den 90er Jahren war das die erste Generation von jungen Frauen, die dieser Form von sexistischer Rigidität so nicht mehr ausgesetzt war. Und das hat mich stutzig gemacht. Ein Teil meiner theoretischen Schulung ist Michel Foucault. Und Foucault hat ja in den 60er und 70er Jahren der Bewegung der sexuellen Revolution gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr glaubt, die Sexualität sei quasi das Gegenteil der Macht. Was wir von Foucault lernen können, ist ja, dass er quasi den sozialen Bewegungen immer gesagt hat, was ihr als das Außen der Macht betrachtet, ist vielleicht bereits Bestandteil eines neuen Machtparadigmas, ohne dass wir das reflektieren. Und ich glaube, eine ähnliche Kritik müssen wir heute bezüglich dem Hegemonialwerden der Queer-Theorie machen. Vielleicht noch kurz zur Verwendung meiner Begrifflichkeit. Sie haben das vielleicht bemerkt, ich verwende Gender und Queer in etwa synonym. Also dies ganz einfach deshalb, es gibt ganz verschiedene Gender-Theorien, aber die Gender-Theorie, die bei uns, sagen wir, gelehrt wird im Rahmen von Gender Studies, ist eigentlich die Theorie, die im Rahmen der US-amerikanischen Culture Studies entstanden ist, in dieser Vorstellung, dass Geschlechter erstens mal Identitäten sind und dass diese Identitäten auf normative Zuschreibungen, Identitätszuschreibungen oder Festschreibungen zurückzuführen sind. Also das ist so quasi der Gender-Grundkonsens, in dessen Rahmen die queere Ausrichtung, also dass es um eine Überwindung nicht nur von Gender, sondern überhaupt der Vorstellung, dass es biologische Zweigeschlechtlichkeit gibt, also in dessen Rahmen die Queer-Theorie dann entstanden ist. Man kann sagen, Queer ist die radikale Variante dieser Vorstellung von Gender. Darum
Um das zusammenzufassen, spreche ich auch einfach vom dekonstruktiven Genderverständnis. Also Dekonstruktion würde dann eben heißen, das Ziel wäre die Überwindung einer als normativ vorgestellten Zweigeschlechterordnung. Jetzt der Weg, wie ich diese Vorstellung befragen möchte, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ganz selbstverständlich zu denken, dass Geschlechter auf normative Identitätszuschreibungen zurückzuführen sind, um das ein wenig weniger selbstverständlich zu machen, möchte ich einen kurzen Rückblick machen auf die Entstehung dieses Paradigmas im Rahmen der US-amerikanischen Culture Studies. Also es ist die Frage, wie eigentlich dieses Selbstverständnis, dass wir Gender als Geschlechtsidentität übersetzen oder dass das Identität heißen soll, wie das zustande gekommen ist. Es ist, wie gesagt, die Geschichte der US-amerikanischen Culture Studies sind dafür ganz zentral. Und was ich immer wieder feststelle, also ich unterrichte oft in Deutschland im Rahmen von Gender Study Lehrgängen an verschiedenen Universitäten, diese Geschichte ist nicht bekannt. Also junge Studierende, auch wenn sie noch nicht viel von Geschlechterstudien gehört haben, sie wissen erstens, dass Geschlechter konstruiert sind und zweitens, dass sie sprachlich konstruiert sind. Und das ist irgendwie diffus verknüpft, das hätte der Poststrukturalismus gesagt und das komme ursprünglich aus Frankreich. Das ist so ein Grundwissen, das so wie kleine Makros durch die Gegend geistert. Und wenn ich dann nachfrage, ja, woher kommt das, was ist Poststrukturalismus, was heißt konstruiert, das weiß man nicht mehr. Also darum finde ich es wichtig, diese Geschichte, wie wir zu diesem Wissen gekommen sind, uns nochmals zu vergegenwärtigen. Das ist auch ein Stück Theoriegeschichte und ein Stück einer Hegemoniegeschichte, weil sich in dieser Geschichte ganz viel verdichtet hat, das so nicht mehr im Bewusstsein ist. Also die Culture Studies ursprünglich hatten ja ihre Wurzeln in einer Erneuerungsbewegung des westlichen Marxismus in den 60er und 70er Jahren rund um Stuart Hall herum in England, eine berechtigte Kritik an einem dogmatischen Marxismus, der sich auch gegenüber dem Marxismus des Ostblocks abgrenzen wollte. Hier wurde gesagt, dass nicht alles, was auf kultureller Ebene geschieht, einfach so ableitungslogisch aus den Produktionsverhältnissen, also aus der Weise, wie in einer Gesellschaft produziert wird, abgeleitet werden kann. Also das war eigentlich die Kritik an einem verkürzten Ökonomieverständnis, wie es sicher in einem Ostmarxismus auch teilweise gelehrt wurde. Also diese Form der Erneuerungsbewegung der westlichen Culture Studies war zunächst begründet, berechtigt und auch äußerst fruchtbar. Ein Teil dieser Culture Studies in England bediente sich auch der Schriften von Antonio Gramsci, der ja ebenfalls bereits in den 30er Jahren sagte, man muss, um eine Gesellschaft zu verstehen, eben auch die kulturellen Phänomene einbeziehen. Man kann beispielsweise das Entstehen oder Nicht-Entstehen einer Revolution nicht aus der Entwicklung der Produktivkräfte erklären, wie das in einem dogmatischen Marxismus gemacht wurde. Also die Bedeutung der Kultur hervorzuheben, das war die Leistung dieser englischen Culture Studies. Sie hatten aber nie den Wunsch, damit die Thematisierung von ökonomischen Verhältnissen zu überwinden oder auszublenden, sondern es ging genuin um die Wechselwirkung von Ökonomie und Kultur. Und es ist genau diese Verknüpfung, die verloren ging in der Übersiedlung dieser Culture Studies in den US-amerikanischen Raum. Wir haben seit Ende der 1980er Jahre eine Übersiedlung der Culture Studies in die US-amerikanische Landschaft und dort eine feste Institutionalisierung an den Universitäten. Also die Culture Studies in England waren nicht an den Universitäten angesiedelt. Es war wirklich auch in diesem Sinn eine Oppositionsbewegung. Anders in den USA, wo diese Culture Studies relativ rasch integriert wurden und auch Teil eines, sagen wir, US-amerikanischen Demokratieverständnisses war.
Es gab dort die Verbindung mit den sozialen Bewegungen einer neuen Linken, die sich auch sehr diffus vom Marxismus abgrenzte und in einer Art Regenbogenkoalition etwas ganz Neues hervorbrachte, das sich zunehmend in eine explizite Kritik zum Marxismus positionierte. Also was die englischsprachigen Culture Studies überhaupt nicht machten, sie verstanden sich als eine Erneuerung des Marxismus, war in den USA eine Entkoppelung. Man wollte die marxistischen Wurzeln der Culture Studies loswerden und hat sich explizit dagegen abgegrenzt. Jetzt das theoretische Konstrukt oder das, die Legitimation in den USA für diese Umwandlung war die folgende, und da kommt eben der französische Poststrukturalismus hinein. Man begann da in den 80er Jahren in den USA auch den französischen Poststrukturalismus zu rezipieren, wenn auch in einer sehr merkwürdigen Art und Weise. Und das ist vor allem für Deutschland relevant und ganz zentral. Diese Vorstellung, dass man in Frankreich sagt, alles ist sprachlich konstruiert, diese Vorstellung, dass das Poststrukturalismus sei, das haben wir nämlich über diesen Umweg über die USA. In Deutschland wird sehr wenig direkt Foucault, Lacan oder auch Althusser rezipiert, sondern das meiste kommt über diesen Umweg von den amerikanischen Culture Studies. Und da wurde etwas ganz Bestimmtes aufgenommen, aber eben auch ganz viel nicht, nämlich die Vorstellung, dass wir nicht mehr die Ökonomie als determinierende Kraft verstehen sollen, sondern eine bestimmte Vorstellung von Kultur, nämlich die Bedeutung. Also es heißt beispielsweise in einer Einführung in Culture Studies von 1990, that because all social practices are meaningful practices, they are all fundamentally culture. Also es gibt diese Umschrift, dass alle sozialen Verhältnisse, selbst die Ökonomie, letztlich auf bedeutungsgeleitete Verhältnisse zurückzuführen sind. Also am Grund von allem steht Bedeutung. Das führt beispielsweise dazu, dass Fragen der Ausbeutung auch nur noch als eine Frage der Bedeutungszuschreibung thematisiert werden. Also die Vorstellung, und das geht letztlich auf die beiden Postmarxisten Chantal Mouffe und Ernest Laclau zurück, die aber auch nicht im Original gelesen werden, wenn bei uns das so herumgeistert, es geht doch eigentlich alles letztlich auf Sprache zurück. Die Vorstellung ist, dass am Fundament aller sozialen Verhältnisse immer die Sprache stehe und dass folglich auch alle sozialen Verhältnisse auf der Ebene der Sprache verschoben werden können. Also die Reduktion von Politik auf Sprache, also dieses, sagen wir, ein sprachliches Verschieben, was dann schlussendlich eben als Dekonstruktion daherkommt, geht letztlich auf diese sehr eigenwillige US-amerikanische Rezeption dessen, was angeblich französischer Poststrukturalismus sei, zurück. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, also wenn beispielsweise heute in diesen sehr, also wenn Sie an einer Politveranstaltung sind, die queerlastig ausgerichtet ist, dann wird Ihnen bald einmal auffallen, dass da auf sprachliche Umgangsweisen einen extrem hohen Wert gelegt wird, sodass man sich fast nicht mehr getraut, etwas zu sagen. Also man muss bei allen Benennungen von Gruppierungen immer sich irgendwie distanzieren, dass das ja, wenn man das einfach so sagen würde, bereits eine Zuschreibung ist. Also die Angst vor Zuschreibungen kommt genau aus dieser Vorstellung, dass alle sozialen Verhältnisse letztlich in Sinnverhältnissen wurzeln und dass wir als Sozialwissenschaftler aufpassen müssen, dass wir uns nicht an der Konstruktion solcher Kategorien beteiligen, wenn wir diese Sinnverhältnisse in dieser Weise reproduzieren, indem wir unbedarft von Frauen, Männern, Klassen oder ethnischen Zugehörigkeiten sprechen. Also diese Hypersensibilität auf sprachliches Sein geht auf diese Vorstellung zurück, dass quasi am Grund von Machtverhältnissen immer sprachliche Festschreibungen sind. Jetzt ist das die Frage, ob das wirklich am Grund aller gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Es ist die Überzeugung dieses Culture-Strangs in den USA, dass das so sei. Theoretisch gesprochen
ist das, was an die Stelle klassischer Gesellschaftstheorie getreten ist, der Versuch einer radikalen Deontologisierung, also das war das Wort, das technische Wort, eine Deontologisierung sämtlicher sozialwissenschaftlicher Kategorien. Also Deontologisierung heißt, man möchte nicht eine wesenhafte Zuschreibung vornehmen, beispielsweise indem man von den Gruppen von einer Kategorie von Frauen spricht, das so lautete dann die Kritik, würde man sich an einer Essentialisierung des Frauseins beteiligen. Und das Hauptanliegen war, also die ganze Gesellschaftstheorie ist quasi zusammengeschrumpft auf dieses Anliegen, solche Essentialismen zu vermeiden. Also nicht ontologisch festzuschreiben, ontologisch heißt eben eine Essenz zu unterstellen. Also die Vorstellung ist darin, Macht ist eigentlich immer dort am Werk, wo solche Festschreibungen und Essentialisierungen vorgenommen wird. Also muss die Gesellschaftstheorie sich darauf fokussieren und konzentrieren, keine solchen Essentialismen mehr vorzunehmen. Schlussendlich haben wir dabei eine Verpflichtung der gesamten Sozialwissenschaften auf eine Kritik an solchen Zuschreibungen. Also soviel ich von Jena weiß, ist das nicht das, was hier gelehrt wird in den Sozialwissenschaften. Also Jena ist noch vielleicht eine Ausnahme, die andere gesellschaftstheoretische Zugänge hat und zulässt. Aber an vielen Orten, beispielsweise in Berlin an den Universitäten oder in Hannover, auch Hamburg, ist die Verpflichtung der Sozialwissenschaften auf diese Culture-Kritik omnipräsent. Also man kann fast nicht mehr in einem anderen Theoriestrang lehren oder unterrichten, ohne sich dieser Kritik auszusetzen. Würden Sie ganz kurz mal erläutern, wie das institutionalisiert ist, also in Hamburg, Berlin und woanders, dass man kurz weiß, was es, auf welche Art das auftritt? Ja, also außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses, inwiefern das festgeschrieben? Es ist eben nicht außerhalb, es ist im wissenschaftlichen Betrieb. Also beispielsweise Gender Studies werden zunehmend darauf verpflichtet, dass sie die Intersektionalitätsstudien machen oder dass man gar nicht mehr von Gender spricht, sondern von Intersectionality oder Diversity. Also da hat sich unter einer Vorstellung, dass das eine wissenschaftliche Weiterentwicklung sei und dass das quasi der fortschrittlichste Standpunkt sei in einer wissenschaftstheoretischen Entwicklung, wie unter der Hand festgeschrieben, dass die Geschlechterstudien eigentlich im Wesentlichen die Frage nach der Konstruktion von Geschlecht sei. Es gibt ganz, ich habe in der vor diesem Vortrag kurz noch mit Frau Neuhaus darüber gesprochen, dass es beispielsweise die feministische Ökonomie gibt, wäre ein Teil der Gender Studies, wird aber in Deutschland nicht unterrichtet. Also es existiert gar nicht als Disziplin. Das, oder wissen Sie, gibt es das? Also es gibt... Ob irgendwo eine feministische Ökonomie gelehrt wird? Ja, im Rahmen von Gender Studies würde dazu... Den Gender Studies Lehrplan kenne ich nicht. Ja. Also in England ist das beispielsweise selbstverständlich, dass es das gibt. Also da wird Gender Studies sehr viel weiter aufgefasst. Und die dekonstruktive Ausrichtung ist ein Teil davon, aber wirklich nur ein Teil. Und es gibt ökonomietheoretische Zugänge zur Frage von Geschlecht. Es gibt auch im Bereich von Geschlecht, von den Kulturtheorien ganz unterschiedliche Theoretisierungen von Geschlecht. Und bei uns ist es wie selbstverständlich ja, Theoretisierung von Geschlecht gibt es nur eine, nämlich die sprachliche Konstruktion. Ergo ist alles, was unter Gender Studies läuft, die Frage nach der Herstellung der sprachlichen Konstruktion. Allenfalls noch die Frage nach der Herstellung von habituellen, also das Doing Gender jetzt in einem ethnomethodologischen Sinn. Aber es ist immer die Vorstellung, Geschlechterstudien befasst sich mit der normativen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. Das ist wie ein wissenschaftstheoretischer Konsens. Und das, Sie fragen, wie sich das institutionalisiert, das nimmt mich jeweils auch wunder. Die Module sind einfach so ausgerichtet. Also der Lehrinhalt, der von Curriculumsverantwortlichen aufgestellt wird, definiert Gender Studies so.
Und anderes eben. Man weiß zum Beispiel nicht, dass es Feminist Economics gibt, eine hochinteressante Disziplin, die scheinbar nicht zu existieren scheint. Also diese, es ist aber auch so, und das scheint mir ganz zentral, diese Fokussierung auf eine Essentialismuskritik, die hat in dieser Weise durchgreifend, wie ich das jetzt geschildert habe, an der Institutionalisierung der Gender Studies nur stattgefunden in den Gender Studies. Also andere gesellschaftstheoretische Disziplinen haben das teilweise aufgenommen, aber haben auf der anderen Seite auch andere Theorietraditionen beibehalten und weiterentwickelt. Das ist deshalb so, weil diese Form der Deontologisierung in der Frage der Geschlechtlichkeit offenbar einen Punkt getroffen hat, der ganz wichtig zu sein scheint. Ich führe das im Folgenden kurz aus anhand der Überlegungen von Judith Butler. Wenn man die These akzeptiert, dass unsere Vorstellung der Existenz der Zweigeschlechtlichkeit auf eine Norm, bei ihr ist das die Norm der Heterosexualität, zurückgeht, dass also die Vorstellung besteht, dass diese Norm sich quasi so materialisiert hat, dass wir selbstverständlich glauben, es gäbe so etwas wie biologische Männer und Frauen. Wenn man diese Prämisse akzeptiert, scheint es wie eine logische Folgerung davon zu sein, dass die Kategorie selber zum Problem werden muss. Also dass der radikalste Standpunkt dann die Problematisierung der Kategorie Geschlecht selber ist. Es hat hier so etwas stattgefunden, ich nenne das eine logische Fundierung. Also wenn man dieser ersten Prämisse folgt, dass Geschlechter sich auf Normen zurückführen lassen, aber nur dann, dann ist es logisch, dass wir nicht mehr beispielsweise nach der Hierarchie zwischen den Geschlechtern fragen müssen, sondern nach der Herstellung der Kategoriegeschlecht, also dass das Problematischwerden der Kategoriegeschlecht das hauptsächlichste Anliegen der Geschlechterstudien sein muss. Also diese logische Fundierung hat so etwas wie eine große Plausibilität für sich, aber sie hat auch ein Problem. Denn in diesem logischen Fundierungsanspruch ist etwas entstanden, das eigentlich eine Art erkenntnistheoretische Fortschrittserzählung darstellt. Also die lautet dann in etwa so, die Frauenbewegung hätte noch etwas naiv die Existenz der Kategorie Frauen vorausgesetzt und die erkenntnistheoretische Leistung der Queertheorie bestünde dann darin, radikalisierend die Kategorie selbst zu befragen. Also wenn man das so aufzieht, ist es klar, das erscheint wie eine Radikalisierung. Jetzt, was kann man dieser Vorstellung, was auf den ersten Blick sehr plausibel erscheint und deshalb auch so aufgenommen wurde und sich durchgesetzt hat, was kann man dem überhaupt entgegensetzen? Um das, ich kann das nicht wirklich ausführen, aber ich kann Ihnen einen Hinblick geben, wie man Geschlecht sonst noch thematisieren könnte. Wie man über Geschlechter nachdenken könnte, wenn man nicht davon ausgeht, dass Geschlecht eine Identity ist. Dieses Wort Identity hat nämlich folgendes Problem. Also ich habe vorhin kurz die Frage der Intersektionalität angesprochen. Es ist klar, wenn wir Geschlecht mal auf eine Identity, ich spreche jetzt absichtlich vom englischen Begriff, weil diese Art des Denkens kommt wirklich aus dem Englischen. Also wenn man annimmt, dass Geschlecht eine Identity ist, dann ist es auch klar, dass man das sofort mit anderen Identities kreuzen muss. Also dass ich tatsächlich nicht mehr von einem generellen Frausein sprechen kann, weil ich bin ja nicht nur Frau, sondern ich habe ein Alter, ich habe etc. etc. Sie kennen diese etc. Kategorien. Also wenn man annimmt, dass die hauptsächliche gesellschaftstheoretische Kategorie die Identität ist, folgt logischerweise daraus, dass man diese Identitäten auch kreuzen muss mit anderen Identitäten. Und dann haben wir diese Intersektionalitätsforschung, die in erster Linie eine große Menge von verschiedenen Differenzen kennt und, ich würde mal sagen, schlussendlich gar nichts mehr aussagen kann, als dass wir einfach alle sehr heterogen sind.
Aber das führt vielleicht ja gesellschaftstheoretisch nicht wirklich weiter, weil, obwohl wir so extrem heterogen sind, müssen wir dann doch feststellen, dass statistisch gesehen beispielsweise an der ökonomischen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen sich in den letzten 30 Jahren fast gar nichts verändert hat. Also was kann man dieser logischen Fundierung eigentlich entgegensetzen? Ich möchte das an etwas ausführen. In dieser ganzen Intersektionalitätsdebatte, die ja auch aus den USA kommt, haben wir etwas Kurioses. Dort nämlich wird auch im Englischen nicht von einem Klassenverhältnis gesprochen, sondern von Classness. Das ist eine Identität, so wie Race oder Gender, Classness. Das wird dann in der Intersektionalitätsforschung, wenn das auf Deutsch zurückübersetzt wird, als Klassismus bezeichnet. Also aus dem Marxischen Begriff der Klasse ist ein Klassismus geworden. Klassismus ist eine Zuschreibung. Und ich finde, in dieser Verschiebung kommt ganz viel zum Ausdruck von, wie das, was Marx ein Gesellschaftsverhältnis genannt hat, in diesem Weg via USA zurück nach Deutschland zu einer Identität geworden ist, die man folglich auch auf der Ebene der Bedeutung dekonstruieren kann. Also in diesem Weg hat sich eine ganze Geschichte verdichtet, die in ihrer Problematik so nicht mehr greifbar ist. Jetzt, also wie könnte man oder wie wurde auch Geschlecht anders thematisiert als Identität? Ich kann das, wie gesagt, nur sehr kurz anschneiden. In den Ende der 70er Jahre und 80er Jahre haben Feministinnen beispielsweise in Deutschland, aber es gab diese Diskussion auch im englischsprachigen Raum, gesagt, dass man den Marxismus als Feministin nicht einfach über den Haufen werfen muss, sondern dass man ihn erweitern muss, nämlich um die unbezahlte Arbeit, die Frauen in den Haushalten leisten. Feministinnen wie aus dem Umfeld der Bielefelder Soziologinnen, also Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika Benhold-Thompson, haben damals gesagt, dass ein nicht gedachter Bereich des Marxismus der große Umfang dieser unbezahlten, von Frauen geleisteten Hausarbeit ist. Und sie haben diese Thematisierung verknüpft mit dem Theorem von Rosa Luxemburg, die gesagt hat, dass der Kapitalismus nur zu verstehen ist, wenn er aufgefasst wird als ein ökonomisches System, das immer im Rahmen von nicht-kapitalistischen Produktionsweisen existiert, von denen er auch lebt. Diese Soziologinnen haben das Geschlechterverhältnis vielmehr entlang dieser Aufteilung einer kapitalistischen Produktionsweise, die in einem Umfeld von nicht-kapitalistischen Produktionsweisen lebt und sich dieser nicht-kapitalistischen Produktionsweisen auch bedient und sie sich quasi unterwirft. Sie haben Geschlecht vielmehr in diesen ökonomischen Zusammenhängen gedacht. Genau in diesem Bereich der unbezahlten Arbeit hat sich aber seit den 70er Jahren sehr viel verändert, nämlich dass ein Teil dieser unbezahlten Arbeit in die Lohnförmigkeit übergegangen ist. Also wir haben heute viele Arbeiten, die ursprünglich entstanden sind daraus, dass ein Teil der Gratisarbeit von Frauen heute im sogenannten Care-Sektor in Lohnform übergegangen ist. Und da mache ich jetzt eine Verknüpfung zu etwas, was hier in Jena auch gelehrt wird. Es gibt eine Prekarisierung und eine Landnahme nicht nur im Bereich des Normalarbeitsverhältnisses, sondern die hauptsächliche Prekarisierung findet in diesem Care-Sektor statt. Also was heute stattfindet im Verhältnis der, sagen wir, noch traditionellen Güterproduktion oder der Produktion der allgemeinen Dienstleistungen auf der einen Seite und im Care-Sektor auf der anderen Seite, das sind ökonomische Dynamiken, also das wäre ein eigener Vortrag, das auszuführen, das sind ökonomische Dynamiken, die ganz zentral das Geschlechterverhältnis prägen heute. Also die Entstehung, die Ausweitung eines wertschöpfungsschwachen Care-Sektors, worin mehrheitlich Frauen arbeiten, prägen das Geschlechterverhältnis auch, und zwar maßgeblich.
aber sie prägen es nicht mehr, indem sie als ideologische Konstrukte normative Geschlechterleitbilder propagieren. Es ist nämlich so, dass die Frauen, die heute in diesem Care-Sektor arbeiten, oft selber auch Haushaltsvorständinnen sind. Also sie generieren ein Familieneinkommen mit sehr prekarisierten Lohnerwerbsarbeit in diesem Care-Sektor. Das heißt, sie bringen ganz viele verschiedene Genders unter ihren Hut. Sie müssen das flexibel handhaben, um überhaupt existieren zu können. Also ich sage das, wenn ich den Care-Sektor ins Spiel bringe, so möchte ich nicht einfach sagen, wir müssen die Geschlechterverhältnisse heute wieder ökonomisch begründen, sondern ich glaube, dass heute ganz neue ideologische Konstruktionen notwendig sind, um dieses Verhältnis von traditionellem Wirtschaftssektor und wertschöpfungsschwachem Care-Sektor so auszubalancieren, dass das irgendwie möglich ist, dass es genügend Menschen gibt, vorwiegend Frauen, die in diesem Care-Sektor in äußerst prekarisierten Arbeitsverhältnissen tätig sind. Hier gäbe es ein breites Feld, wie man Geschlechterverhältnisse thematisieren könnte, was aber in dieser Vorstellung, wie Geschlechter konstruiert werden, in diesem Gender-Paradigma gar nicht erfasst werden kann. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, dass meine Hauptkritik ist, dass ich die Vorstellung der Konstruktionsweise von Geschlecht in diesem Gender-Paradigma entkoppelt hat von den realen ökonomischen Verhältnissen. Ich meine, ich kann das mit dieser Entkoppelung nun präzisieren. Die Vorstellung, dass Geschlechter entlang einer Norm konstruiert werden, ist so betrachtet sehr ahistorisch. Das würde heißen, Geschlechter werden über die Jahrhunderte immer gleich konstruiert, nämlich einfach gemäß normativen Vorstellungen. Heute werden Geschlechter aber anders konstruiert. Ich sage dazu gleich noch etwas. Wichtig ist, dass mit dieser Vorstellung einer sprachlich-normativen Konstruktion wir den Wandel in den Produktionsverhältnissen nicht mehr denken können und als Bestandteil der Theoretisierung von Geschlecht aufnehmen können, weil es so etwas wie eine ahistorische, überzeitliche Vorstellung von Konstruktion gibt. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, zu sagen, Geschlechter werden konstruiert, aber wir müssen ein theoretisches Instrumentarium haben, in dem wir fragen, wann genau werden die Geschlechter wie konstruiert? Die sind nicht über die Jahrhunderte immer gleich konstruiert. Aber wenn wir, wie Judith Butler das macht, von einer Norm ausgehen der Heterosexualität, dann werden die Geschlechter immer gleich konstruiert, nämlich sagen wir nach einem Prinzip des Yin und Yang, was irgendwie so zusammenpassen soll, dass eine heterosexuelle Koppelung möglich ist. Ich glaube, die Geschlechter werden heute anders konstruiert. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, also warum sage ich, dass sich die Queer-Theorie in eine gewisse Passförmigkeit zu den Erfordernissen spätkapitalistischer Produktion begeben hat, natürlich und selbstverständlich, ohne dass sie das will oder ohne dass sie das auch vorhersehen konnte. Ich glaube, dass die spätkapitalistische Produktionsweise, und ich betone, dass ich meine diese Analyse wirklich nur für Verhältnisse hier bei uns, also in weit entwickelten kapitalistischen Produktionsweisen, also das gilt nicht für, sagen wir, Tigerstaaten oder schon gar nicht für Entwicklungsländer, sondern wirklich nur für uns hier in Zentraleuropa oder sagen wir den USA. Ich glaube, dass diese Form des Geschlechterregimes, das wir heute haben, überhaupt nichts mehr anfangen kann mit tradierten Vorstellungen von Geschlecht. Im Gegenteil sind wir vielmehr dazu aufgerufen, von solch tradierten Vorstellungen zu abstrahieren. Also ich sage immer, wenn mir junge Frauen sagen, ja, die heutige Ideologie verlange doch von ihnen ein Zurück an den Herd, sage ich immer, der Kapitalismus kann sich eine Hausfrau gar nicht mehr leisten, weil er nämlich gar keine Ernährerlöhne mehr zahlen kann. Also nicht, dass ich das Modell des männlichen Ernährerlohns befürworte, aber das ist nicht mehr unser Problem heute. Wir haben andere Probleme. Das macht es nicht besser, aber
es ist für mich ganz wichtig, dass wir historisch präzis sind und uns anschauen, was wird denn heute genau eigentlich propagiert im Bereich der Geschlechterverhältnisse. Und da finde ich die Überlegungen der amerikanischen Politologin Jeanine Brody ganz erhellend und wichtig. Sie sagt nämlich, um dieses die ideologische Ebene des Geschlechterregimes ins Blickfeld zu bekommen, müssen wir heute viel mehr davon ausgehen, dass wir es mit einer gleichzeitigen Intensivierung und Erodierung der Bedeutung von Geschlecht zu tun haben. Und sie meint damit ein Doppeltes. Auf der einen Seite wird im Zuge dieses ganzen Rückbaus des Sozialstaates davon ausgegangen, dass Frauen irgendwie diese Arbeiten in den Privathaushalten wieder übernehmen, für die sich der Sozialstaat heute nicht mehr zuständig fühlt. Also diese Form der Privatisierung, die eben nicht meint, die Bahn oder die Post wird privatisiert, sondern Aufgaben, für die sich bisher die Gesellschaft als Gesamtes zuständig gefühlt hat, wird aus dem Sozialstaat ausgelagert zurück in die privaten Haushalte. Es wird irgendwie aber sehr diffus davon ausgegangen, dass Frauen hier wieder in die Lücke springen werden. Das wäre eine neue Indienstnahme von Frauen. Auf der anderen Seite werden aber Frauen genau gleich wie Männer als geschlechtslose Marktteilnehmer adressiert. Also es gibt eine Reform von uns allen, egal welchen Geschlechtes, wir werden alle zu neuen Bürgern reformiert, die eigentlich nur eine Pflicht haben, ein Bürger ist, der vor dem Markt für seine eigene Existenz aufkommen kann, egal welche Reproduktionsverpflichtungen wir sonst noch haben. Das heißt, diese Doppelung, dass vor dem Markt eine Entgeschlechtlichung stattfindet, aber eine stillschweigende Neubelastung der Haushalte mit Aufgaben stattfindet, für die Frauen traditionell eben zuständig sind. Es ist diese Doppelung, die es so schwierig macht, zu verstehen, was Frauen heute geschieht. Wenn alle von offizieller Seite her, und zwar wegen dem Markt, für Gleichstellung sind, wird es für Frauen zunehmend schwierig, ihre kollektive Betroffenheitslage noch zu artikulieren, denn es gibt von offizieller Seite gar keine Doktrin mehr, die lautet, dass Frauen anders behandelt werden sollen als Männer. Also diese Dethematisierung bei einer stillschweigenden Feminisierung der Lasten, das scheint mir das Hauptproblem, mit dem wir es ideologisch heute zu tun haben. Das ist etwas ganz anderes. Im Fordismus hätte der Staat noch gesagt, Frauen sind tatsächlich für die Aufgaben im Haushalt zuständig. Heute sagt das der Staat nicht mehr, er dethematisiert die Hausarbeit schlicht und ergreifend. Es ist ein Nicht-Thema. Es gibt im gesamten Gleichstellungsbereich keine Thematisierung der Hausarbeit. Und das ist etwas anderes, als sie zu thematisieren und den Frauen zuzuschreiben. Also um diesen Wandel in den ideologischen Apparaten geht es mir letztlich. Und da, bezüglich dieser Dethematisierung, meine ich eben, dass sich eine unheilvolle Verknüpfung ergeben hat mit dieser dekonstruktiven Kritik. Auch von dieser Kritik her gibt es so etwas wie ein Verbot, eine kollektive Betroffenheitslage von Frauen noch zu artikulieren. Eben wegen der Vorstellung, das würde eine Festschreibung bedeuten, es würde eine normative Geschlechterordnung zementieren. Was hier verkannt wird, ist, dass letztlich eine Forderung von sozialen Bewegungen, nämlich Abstrahieren von Geschlecht, eine Pluralisierung von Identitäten, dass diese Forderung der sozialen Bewegungen längst als eine Anforderung von außen an uns herangetragen wird. Eine Frau, die weil sie beispielsweise Kinder hat und deshalb nicht 100% arbeitet und deshalb nicht aus irgendwelchen Gender-Vorstellungen heraus, sondern einfach aus ökonomischem Zwang am Schluss im Care-Sektor mit mehreren Teilzeitjobs ihre Kinder finanzieren muss, weil sie sich beispielsweise getrennt hat von ihrem Mann und keine sozialen Sicherungen mehr hat. Diese Frau soll sich oder wird nicht durchkommen, wenn sie sich
geschlechtsstereotyp verhält. Sie muss umgekehrt vielmehr einen flexiblen Umgang mit ihrem eigenen Gender haben. Ich sage deshalb, dass die Flexibilisierung des eigenen Genderverhaltens heute eine Schlüsselqualifikation für jede berufstätige Frau ist. Man schafft das schlicht nicht, wenn man seinen Gender nicht selber handhabt. Und so betrachtet ist die Vorstellung einer Pluralisierung oder einer Flexibilisierung des eigenen Genderverhaltens vielmehr selber zu einer politischen Technologie der Individuen geworden, wie Michel Foucault das beschreibt. Also aufgrund von diesen Überlegungen meine ich eben, dass die Forderung der sozialen Bewegungen nach pluralen Identitäten in merkwürdiger Weise zu einer eigenen neuen Form der Subjektivierung der postfordistischen Gesellschaften geworden ist. Und in diesem Sinn auch bestens zu den Anforderungen der postfordistischen Produktion passt. Warum konnte es zu dieser Passförmigkeit kommen? Ich glaube nicht, dass, es wird oft gesagt, die Queer-Theorie sei quasi instrumentalisiert worden. Das mag teilweise auch sein, aber ich glaube, es hat in der Queer-Theorie selber, und darum ist mir diese Geschichte, wo das entstanden ist und aufgrund von welchen Überlegungen so wichtig, ich glaube, dass in der gesellschaftstheoretischen Vorstellung der Queer-Theorie etwas angelegt ist, was diese Passförmigkeit begünstigt hat und was ich problematisch finde aus einem feministischen Standpunkt heraus. Es ist nämlich die Vorstellung, dass letztlich, dass die Position der Geschlechter sich auf ein geschlechtsspezifisches Verhalten zurückführen lässt. Und diese Vorstellung macht die Passfähigkeit, denn auch die neoliberale Anrufung führt letztlich die Positionierung der Individuen immer auf das Verhalten zurück. Also was in diesem ganzen Weg in den US-amerikanischen Culture Studies geschehen ist, ist letztlich, dass eine gesellschaftliche Arbeitsteilung als Gender, als Geschlechtsidentität umdefiniert wurde. Eine Arbeitsteilung wurde schlussendlich als ein Verhalten verstanden und damit auch missverstanden. Gender, wenn wir das als Geschlechtsidentität übersetzen, übersetzt letztlich eine für die kapitalistische Produktionsweise zentrale gesellschaftliche Arbeitsteilung als eine Frage von Verhalten und Identität. Und diese Übersetzung scheint mir das Hauptproblem zu sein, warum die Queer-Theorie in eine gewisse Passfähigkeit zu den Erfordernissen der spätkapitalistischen Produktion gekommen ist. Und in diesem Sinn ist auch wenn es in der Queer-Theorie um eine Kritik an Identitäten geht, ist das letztlich immer noch eine Identitätspolitik, weil die einzige gesellschaftstheoretische Kategorie, die hier eigentlich noch existiert, die Kategorie der Identität ist. Also alles geht darum, schreiben wir jetzt Identitäten fest, lösen wir sie auf. Die Identität ist eigentlich das letzte gesellschaftstheoretische Stück, das hier noch übrig bleibt, und ich glaube, dass Marx von etwas sehr anderem gesprochen hat, wenn er von gesellschaftlichen Verhältnissen gesprochen hat. Das ist keine Identität, und deshalb beispielsweise finde ich auch, dass der Intersektionalitätsansatz in die Irre geht, weil er ein gesellschaftliches Verhältnis letztlich als eine Identität umdeutet, die man dekonstruieren könnte. Ich kann vielleicht dazu in der Diskussion noch mehr sagen, aber ich möchte jetzt mal hier enden und danke Ihnen für Ihre lange Aufmerksamkeit.